Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Und heute eine wunderbare kleine Geschichte, das Geheimnis des Samenkorns. Ein Samenkorn opfert sich selber auf für den Baum, der aus ihm entsteht. Äußerlich gesehen geht der Samen verloren. Aber die gleiche Saat, die geopfert wird, verkörpert sich im Baum, seinen Zweigen, Blüten und Früchten. Würde das Bestehen jenes Samenkorns nicht vorerst für den Baum geopfert, hätten keine Zweige, Blüten oder Früchte entstehen können. Ein Gleichnis nach Abdu'l-Bahá. And now, a short but wonderful story in English, The Secret of the Seed. A seed offers itself for the tree which grows from it. Seen externally, the seed is lost. But the same seed that is sacrificed is embodied in the tree, its branches, blossoms, and fruits. If the continued existence of that seed had not been sacrificed for the tree, no branches, blossoms, or fruits could have developed. A wonderful story after Abdu'l-Bahá. And that was the picture of today. Das war bereits das ganze Bild des Tages. Und ich wünsche euch, dass diese Saat aufgeht in euren Herzen und dass ihr noch einen wunderbaren Abend und Tag verbringt und tolle Gedanken wälzt aufgrund dieser Geschichte, dieses Bildes. Und ich habe es schon lange nicht mehr erwähnt, schreibt es doch hier unten in die Kommentare, was euch zu dem Bild des Samenkorns kommt. Bis dann.